Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wow. Also gut, lass hin. Hallo, Kleiner. Läuft doch ganz gut, oder? Okay, hüpf an Bord. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Sepho. Was macht man damit?
Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Los, geh da rein. Was hast du gefunden? Oh, hallo. Hast du einen neuen Freund? Hierher, Kumpel! BD, stimm zu mir! Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Du musst es einfach wissen, stimmt's? Du findest immer gute Sachen.
Irgendwas Interessantes? Guter Scan, Biddy. Ich höre was Seltsames. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrion. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Und los, BD. Ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Drücke vor.
her. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Gib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Ich habe Angst. Was passiert mit uns? Schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Nicht trainiert. Ich brauche Hilfe! Schwache Technik. Immer noch auf der Flucht? Du wirst nicht mehr lange stehen. Stim! Du blutest wie alle anderen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Kopf, Hilfe! BD, Stim zu mir! Ich werde es genießen, dich zu eliminieren.
richtig? Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Wahrscheinlich nicht gut. Wir müssen nur eine Lücke finden. Wir dürfen nicht die Nächsten sein. Weich aus, wie du willst. Ich versuch's weiter. Direkter Treffer. Haltet mir den Rücken frei.
hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Gar nicht schlecht, oder?
so gut. Vorrücken! Schießt auf ihn! Er haut ab! Ich kann dich ausschalten, kein Problem! Jemand anderer soll ihn ausschalten. Er weicht immer wieder aus. Das einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Ein Bogling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Halt besser den Anschluss. Toll, was man so findet. Ja.
BD! Slim! BD? Würdest du mal reinsehen? Da war wirklich was drin. Schieß dich wenigstens einigermaßen in seine Richtung. Jemand anderer soll hier Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr.
Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Okay, hör zu. Ich will das nur einmal sagen. Ich bin ganz Ohr. Gut, falls ihr es noch nicht wusstet, das hier ist mein Schiff. Ich bin der Captain. Ein ziemlich guter, mit Verlaub. Hier gelten meine Regeln. Nummer 1. Droht der kleinste Fleck, bleibst du vom Sofa weg. Nummer 2. Wer hier nicht vier Arme hat, sitzt nicht auf des Captains Platz. Nummer 3. Wer irgendwer den Koch hat, Grease das Sagen noch. Nummer 4. Machst du zu viel Krach, dann werfe ich dich vom Dach. Grease, bitte. Was? Ich habe das geübt, seit der Kleine an Bord ist. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Thank you.
du das aus? Ich würde alle paar Minuten zertun. Habt ihr Bewegung gesehen? Nimm das! Zielen und feuern! Geht klar! Er hat nur Glück! Wehrt euch den Ziel! Du kommst dir nicht lebend! Herr, bist du da? Ja. Schön, euch zu hören, Sia. Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Gegner identifiziert. Hey, habt ihr das gesehen? Fertig mit dem. Großen Schaden verursacht. Scanner ist ausgefallen. Ich hab sie. Verfolgung aufgenommen. Greift ihn an, schnell! Ich kann ihn kriegen. Verstanden. Position halten. Hör zum Lupen. Ein Stim, BD? Du kannst das Imperium nicht besiegen. Ich hab's verstanden. Ich kann nicht mehr kämpfen. Du hast mir keine Angst. Sofort! Unser Feind ist wendig. Ich bin verwundet. Der gehört mir. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Vorrücken, los! Du hast Angst vor uns. Er ist verwundet. Angriff zurückgeschlagen. Ich treffe ihn nicht. Versuch mal, die aufzuhalten. Verbündete am Boden. Hey, Kumpel, stimmt. Der Jedi hat stimmt. Jetzt reicht's. Behindere meinen Angriff nicht. Du musst dich schon mehr anstrengen. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst. Du kannst dich allen ausweichen. Du wirst mich nicht besiegen. Davon kommt noch mehr. Bring den Kampf zu Ende. Solange er abgelenkt ist. Der Jedi bewegt sich. Wir werden euch alle aufstöbern. Setz den Angriff fort. Reinschließen. Wieder ein Verbündeter am Boden. Verfolge Feind. Ich brauche Hilfe. Der gehört mir. Holt euch den Feind. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Komm schon. Die Pause ist vorbei. Mit dabei. Blick auf ihn endlich. Ich kann einfach keinen ordentlichen Treffer landen. Verwundung bestätigt. Er wird nicht durchhalten. Ich
weich ruhig aus. Ich kann ihn kriegen. Schießt, sobald ihr könnt. Panzer für Abrede. Ich brauche du und ich, Jedi. Der Jedi ist geschwächt. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Nähert euch dem Ziel. Gute Arbeit. Zurück auf Posten.